Anhand der Akten haben sie gesehen, wo jeder herkam. Und der Kontakt, meine Angehörigen waren alle im Westen und so bei vielen anderen Kameraden ja auch, wo die Angehörigen alle geflüchtet waren und im Westen ansässig waren. Und die Verbindung auch bestand nach dem Westen. Und da war für uns ja klar, wenn wir heimfahren, dass wir nicht in die damalige, also in die DDR fahren, sondern nach dem Westen rüber zu unseren Angehörigen. Und da hat man dann versucht, auch wieder mit Tricks uns umzustimmen. Ne? Ich bin dann auch gerufen worden, ja, wo sind Sie zu Hause, wie geht es Ihnen, Ihnen geht es ja gut und so weiter. Ne? Die üblichen Floskeln da. Dann, ja, eventuell Heimfahrt, da war es noch nicht so offiziell, da haben sie es doch so gemacht, als wenn es jetzt noch kommt, eventuell Heimfahrt. Wo fahren Sie hin? Nach Osten oder was habe ich gesagt? Nach Westen. Ja, warum denn? Das Ihre Heimat ist da im Osten. Sagt, meine Angehörigen sind aber alle im Westen. Und zu denen will ich dann hin. Ja, Ihre Heimat ist doch da im Osten. Lieben Sie Ihre Heimat nicht? Sag ich, ja, ich liebe schon meine Heimat. Ja, dann tät ich meine Heimat nicht lieben, wenn ich da nicht hin will. Sag, wo ich denn hinfahren würde? Sagt, da sitzen Sie hier noch. Sag, ich möchte gern zu meinen Angehörigen und frei sein. Ja, dann haben sie ein bisschen, haben sie auch noch Bilder gezeigt von Westdeutschland, Ostdeutschland. Die von Westdeutschland, das waren Bilder so nach dem Krieg, wo noch viel Trümmer zu sehen waren und Frauen in Hosen, Kopflappen um, also ärmlich gekleidet, wie es eben war. Das wäre Westdeutschland. Und dann haben sie einen Kindergarten gezeigt, fröhliche, lachende Kinder, das ist Ostdeutschland, fröhliche Arbeiter in einer Fabrik, das wäre Ostdeutschland. Und arbeiten, ihr Arbeit kriegt mir dann auch sofort. Sag ich, an Arbeit denken Sie gleich. Aber ausruhen mal oder man wechselt das bei Ihnen hier drinnen. Da war ich so ein bisschen, ja, ich auch gesagt, das hätte es eigentlich gar nicht sagen sollen. Aber die haben nicht darauf reagiert und haben gesagt, geh ab. Und dann wurden hier Transporte direkt nach der DDR und direkt nach Westdeutschland zusammengestellt. Ne? Es gab auch welche, die gemischt waren, ne? Die erst. In Ostdeutschland waren sie dann hingekommen und dann sind die Ostler ausgestiegen und die anderen gingen ja hier rüber nach Herleshausen, also Friedland.